Hallo und herzlich willkommen zurück zum Review, zum zweiten Part zu den Fahrzeugen, welche mit dem Forza Horizon 3 Hot Wheels Expansion Pack mit ins Spiel gekommen sind. Ja, im ersten Part habe ich bereits die vier Hot Wheels Fahrzeuge angeschaut, unter anderem hier den Hot Wheels Twin Mill, den Bone Shaker, den Riprod und den Ford Mustang. Diese vier bin ich dann auch etwas über die entsprechenden Hot Wheels Strecken gefahren und eben hier in diesem zweiten Part werden wir uns die fünf in Anführungsstrichen normaleren Fahrzeuge anschauen, unter anderem den Jeep Trailcat, den Zenvo ST1, ich kann ihn immer noch nicht aussprechen, den Toyota Hilux Arctic Trucks AT38, den Pagani Zonda R sowie den Chrysler VH Valiant Charger RT-E49 oder Road Track E49. Diese Fahrzeuge werde ich allerdings jetzt nicht über die Hot Wheels Strecken pilgern, sondern das sind ja für mich mehr die normalen Fahrzeuge. Die werden wir ganz normal, wie wir es in den sonstigen Carpack Reviews kennen, über die ganz normalen Straßen fahren und da einfach mal ein bisschen testen, ein bisschen was dazu erzählen und auch gucken, was man natürlich an den Fahrzeugen umbauen kann. Und schlussendlich dann am Ende dieses zweiten Parts werde ich dann ein Fazit zu den gesamten neuen Fahrzeugen sagen, was eben hier mit in diesem Hot Wheels Expansion Pack mitgeliefert wurde. Gleich der Hinweis am Anfang, bevor wir gleich loslegen mit dem ersten Fahrzeug, wenn dich ein Fahrzeug nicht interessiert oder ein paar Fahrzeuge nicht interessieren oder ein spezielles Fahrzeug ganz besonders interessiert, dann kann ich dir nur raten, mal in die Videobeschreibung zu klicken, denn bei meinen Reviews gebe ich immer Timecodes an. Das heißt, du kannst direkt zu dem Fahrzeug deines Wunsches springen oder auch eine ganz eigene Reihenfolge dann dadurch kreieren, indem du einfach die Reihenfolge der einzelnen Fahrzeuge änderst. Wenn du aber sowieso alles sehen willst, empfehle ich einfach, das Video von Anfang bis Ende durchzuschauen. Wer Part 1 vielleicht schon verpasst hat und den noch gern sehen möchte, der erste Part des Reviews ist selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinkt. Gut, ich würde sagen, wir fangen an und wir fangen auch mit diesem Fahrzeug hier an, mit dem 72er Chrysler VH Valiant Charger Road Track E49. Dazu gehen wir natürlich selbstverständlich ins Spiel und schauen uns das Ganze mal an, das ganze Fahrzeug. Wir sehen es jetzt hier schon schön im Hintergrund. Ich erzähle jetzt einfach mal vielleicht ein bisschen paar Details zum Fahrzeug. Und zwar der Chrysler Valiant Charger, also das gesamte Modell, wurde 1971 von Chrysler Australia eingeführt, also vom australischen Ableger von Chrysler. Und dabei handelte es sich um ein zweitüriges Coupé mit einem verkürzten Radstand auf der Basis der Valiant Limousine. Also eigentlich auf Basis einer Limousine wurde eben dann eben halt dieses Coupé gebaut und entsprechend ist dadurch dann der Chrysler Valiant Charger entstanden. Ja, neben dem RT, also neben dem Road and Track Variante dieses Fahrzeugs, gab es von dem VH, das ist übrigens die Generation, der VH war die erste Generation davon, gab es neben dabei noch den normalen Charger, den Charger XL und den Charger 770. Beim RT, also beim Road Track, gab es drei verschiedene Motoren. Es gab den E37 Motoren, 4,3 Liter rein 6-Zylinder mit 218 PS. Dann gab es noch den E38, den gab es auch nur exklusiv für den Road Track. War ebenfalls ein 4,3 Liter rein 6-Zylinder, allerdings mit 280 PS. Und dann gab es eben noch den E49, den haben wir hier ja, das ist quasi das Spitzenmodell, was den Motor betrifft. Da haben wir einen 4,9 Liter, ebenfalls auch rein 6-Zylinder mit 302 PS. Das Besondere beim E49 war, dass es eine Viergangschaltung hatte. Die Generation vorher hatten, oder die anderen Motoren hatten nur eine Dreigangschaltung. Und was auch sehr besonders war bei diesem Fahrzeug, es hatte eine siebenfach gelagerte Kurbelwelle. Und dadurch war es dem Fahrzeug möglich, eine Leistungsentfaltung hinzulegen, was bis dato für einen 6-Zylinder-Motor sehr unüblich war. Und das hat eigentlich erst 3 Jahre später, also 1975, der Porsche 911 Turbo geschafft zu überbieten. Also dieses Fahrzeug hat tatsächlich über ein paar Jahre was anderen 6-Zylinder-Motoren vorausgehabt, dank dieser eben siebenfach gelagerten Kurbelwelle. Des Weiteren vielleicht als kleiner Hinweis, dieses Fahrzeug, also der E49, wurde ganze nur 149 Mal gebaut. Also war eine sehr, sehr, sehr kleine Serie, allerdings war die auch entsprechend sehr, sehr schnell ausverkauft, sehr, sehr beliebtes Fahrzeug gewesen in Australien und aber auch Neuseeland. Des Weiteren vielleicht als kleiner Hinweis noch, bevor wir dann gleich das Fahrzeug uns genauer nochmal anschauen, der VH
Valiant Charger, den wir hier haben, also diese Reihe, diese erste Generation, war tatsächlich das einzige Fahrzeug, was komplett von Chrysler Australia designt und gebaut wurde. Sonst hat ja immer, mischt ja meistens immer irgendwie der Hauptkonzern noch mit oder sonst was, aber das wurde mal komplett nur von denen gebaut und auch designt. Und das ist auf jeden Fall was Besonderes. Also ist schon ein Schätzelein, meiner Meinung nach. Und passt natürlich prima auch nach Australien. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal ganz kurz im Forza Vista an. Können ja vielleicht mal alles ein bisschen öffnen. Da sehen wir auch dann den entsprechenden 6-Zylinder-Motor. Also nicht, wie man es vielleicht vermuten lässt, da ist bestimmt ein V8 drin. Nee, ist ein 6-Zylinder. Aber ich glaube, der könnte auch ganz geil klingen. Hören wir uns dann einfach gleich mal nachher an. Ansonsten ja, so ein typisches, ja, ich sage jetzt mal Muscle Coupé, so sieht es ein bisschen aus. Und ja, wir sind ja in Australien halt. Wir sitzen links, macht der Gewohnheit, dass man, wir sitzen rechts, macht der Gewohnheit, dass wir links einsteigen wollen. So wollte ich es eigentlich sagen. Ja, sieht eigentlich für die damalige Zeit sehr ordentlich aus, wie ich finde. Also ich kann mir schon vorstellen, warum das Fahrzeug tatsächlich damals sehr beliebt war. Also ich finde, es hat was, auf jeden Fall. Also für die damalige Zeit, warum nicht? Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal in die Tuning-Werkstatt, gucken wir mal, was wir denn am Fahrzeug machen könnten. Und ich bin mir sicher, da kriegen wir doch einen V8 rein, wenn man es denn wollen würde. Ja, da haben wir schon einen. Ein 7 Liter V8 H, H für H, Hemi, keine Ahnung. Ein V10, 8,4 Liter, den kennen wir aus der Dodge Viper. Ein 6,5 Liter V12, den kennen wir aus dem Aventador. Und jetzt steht hier rechts nochmal ein Motor, das heißt, es muss nochmal noch eine Steigerung geben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, okay, ein 6,2 Liter V8 Double Screw Dings, ne, Kompressor heißt das quasi. Also Doppelkompressor Dings. Bla. Ne, nicht Doppelkompressor, sondern halt Doppel. Ja, egal. Kompressor. Machen wir einfach Kompressor. Double Screw Dings Pumps. Ihr könnt es gerne in den Kommentaren ergänzen. Ich krieg's jetzt gerade nicht zusammen. Dann Allrad können wir umbauen. Ne, den machen wir nicht. Wir können beim Serienmotor auf ein Single Turbo oder auf ein Kompressor wechseln, wenn man das denn wollen würde. Optischer Natur können wir hier entsprechend ja, diese Forza-Lippengeschichte anbringen. Das ist wieder nichts Besonderes. Hier können wir ja quasi den Block hier hinsetzen. Gut, macht aber auch, finde ich, dann nur Sinn, wenn man tatsächlich dann auch einen entsprechenden V8 reinbaut. Sonst macht es meiner Meinung nach jetzt weniger Sinn. So, bei den Reifen natürlich können wir gucken, da kann man alle möglichen Mischungen, Straßensport, Rennen, Offroad und dann noch die Hot Wheels Reifenmischung. Ja, die ist jetzt hier mit neu am Start anscheinend. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt allgemein bei allen Fahrzeugen mit am Start ist. Das weiß ich zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Wenn die Folge aber hier erscheint, dann weiß ich es bereits wahrscheinlich, weil könnte ich mir schon vorstellen, dass die vielleicht besonderen Grip bietet im Vergleich zu entsprechend den normalen Rennreifen, wobei die Werte genau gleich sind. Also, keine Ahnung. Müsste man natürlich ausprobieren. Ja, dann haben wir noch 205er zu 275 können wir machen an der Front. Hinten können wir von 205 auf 305. Also schon nicht wenig, also kann man schon was machen. Sonst sind die normale Teile, die wir ja einbauen können. Das ist nichts Wildes dabei, würde ich sagen. Gewichtsreduzierung ist noch vielleicht interessant. Wir können hier von 1,375 Tonnen auf 1,143 Tonnen reduzieren. Also ein bisschen können wir abspecken. Und am Motor, denke ich mal, aus dem 6-Zylinder können wir auch ein bisschen was rausholen. Also da ist auch einiges möglich. Auch hier Nockenwelle technisch natürlich können wir es höher drehen lassen. Also da ist schon was möglich. Aber ich würde sagen, ihr wollt das Fahrzeug selbstverständlich auf den Straßen sehen, auf den australischen Straßen. Und da gehört das Fahrzeug definitiv auch hin. Und da werden wir das jetzt auch mal bewegen ein bisschen. Ich fahre jetzt mehr raus aus dem Festivalgebiet. Und dann werden wir mal einen kleinen Soundcheck machen, würde ich sagen. Hören wir mal ganz kurz rein, wie das Fahrzeug denn so klingt. Jetzt fahren wir aber erstmal hier ganz gemütlich raus. Dann werde ich die Klappe halten, für dich da draußen den Spielsound voll aufdrehen, dass du auch das Ding hier voll genießen kannst. Jetzt fahren wir hier mal ein bisschen vor. Und ich kann schon mal, glaube ich, so viel sagen. Das, was ich jetzt schon ein bisschen raushöre, ist, für einen 6-Zylinder klingt der schon richtig, richtig fett. Ich halte mal an und würde sagen, viel Spaß.
Ja, also ich finde, habe ich nicht zu viel versprochen. Also für einen Sechszylinder klingt der schon recht cool, wie ich finde. Fährt sich tatsächlich auch wie wie man es halt für so ein Auto erwartet. Ist schon so ein bisschen ein Schiff. Auch wenn es nur in Anführungsstrichen 1,3 Tonnen wiegt. Es geht schon nicht jetzt gerade hier pfeilschnell um die Ecken, sondern das Fahrzeug ist natürlich schon sehr speziell. Wirft den Arsch schon mal gerne rum, neigt auch die Karosse extrem. Aber ich finde, es passt natürlich halt zu dieser Art von Autos schon ganz, ganz gut. Und wie gesagt, wer da natürlich das nicht so mag oder das natürlich so gern moderne Fahrwerke und so mag, der kann das ja nachrüsten hier in Forza Horizon. Das heißt, man kann das Fahrzeug natürlich ja mit modernen Teilen versehen. Aber wer so ein bisschen Chili Vanilli hier so durch die Gegend cruisen will, so ein bisschen Feeling haben möchte für so einen alten Coupé, dann ist man hier auf jeden Fall sehr gut bedient, wie ich finde. Der Arsch kommt schon gerne mal so ein bisschen rum. Also macht schon Bock. Und ich meine, man hat ja schon ein bisschen Leistung anliegen. So ist es ja nicht. Also in dem her kann man das ja mal so machen. Ja, würde sagen, das passt. Gut, ich möchte nicht so viel Zeit verbringen mit den einzelnen Fahrzeugen, denn wir haben ja natürlich noch ein paar andere Fahrzeuge, die wir zeigen möchten. Es soll ja nur mal so ein kurzer Eindruck sein, ein kurzes Review zu den einzelnen Fahrzeugen. Deswegen will ich jetzt nicht zu viel Zeit mit den einzelnen Fahrzeugen verbringen. Wer natürlich Interesse hat, diese Fahrzeuge oder das ein oder andere Fahrzeug noch mal etwas länger zu sehen und etwas genauer zu sehen, dem verweise ich einfach mal auf das Let's Play. Da hat man die Möglichkeit, sich ein Auto zu wünschen. Dafür gibt es ein eigenes TWIF-Formular nennt sich das Ganze, ein Auto-Wunsch-Formular. Darüber kann man dann entsprechend ein Auto wünschen. Da sind natürlich diese neuen Autos hier, die mit dem Expansion-Pack dazugekommen sind, auch mit schon drin. Da kann man die auswählen. So, jetzt kommen wir, wie ich finde, schon zu einem echten Highlight. Zumindest für mich ist es auf jeden Fall definitiv ein echtes Highlight. Wir kommen jetzt zu einem Italiener. Und zwar zum 2010er Pagani Zonda R. Ja, R steht hier auf jeden Fall für Race oder Rennsport. Das könnt ihr jetzt nennen, wie ihr wollt. Damals guter Teil, wir holen es erstmal ab. Und was kann man sagen zum Pagani Zonda R? Das ist ein nicht straßenzugelassener, aber auch für keine Rennserie entwickelter Rennwagen. Also das ist jetzt ein Fahrzeug, was keine Rennklasse der Welt passen würde und auch nicht straßenzugelassen ist. Also quasi könnte man sich jetzt fragen, ja, aha, was soll das uns jetzt bringen? Ja. Dazu kommen wir gleich noch. Da gibt es nämlich ein sehr schönes Zitat, was ich dann bringen kann. Aber erstmal zunächst mal vielleicht ein paar Fakten zu diesem Pagani Zonda R. Und zwar 2010 machte der Zonda R mit seinem Rundenrekord oder mit seiner Rekordrunde besser gesagt von einer 6 Minuten 47 über die Nürburgring Nordschleife auf jeden Fall von sich reden. Also ich denke mal, mit dieser Zeit oder durch diese Zeit, die dieses Fahrzeug gefahren ist, dürfte der ein oder andere, würde ich mal behaupten, das Fahrzeug schon ein bisschen kennen. Ja, das ist quasi das berühmte Fahrzeug, wo auch hier immer auf der Motorhaube hier dann eben diese 647 stand. Das haben wir jetzt hier in dem Fall jetzt nicht drauf. Aber ja, das ist genau dieser hier. Des Weiteren vielleicht zu dem Fahrzeug selber, was das Fahrzeug so besonders macht im Vergleich zu einem normalen Zonda ist, dass dieses Fahrzeug wirklich mit den anderen Zondas eigentlich gar nichts gemein hat. Wir haben es genommen. Ich glaube, gerade mal 10% der Teile, die man sonst in einem Pagani Zonda findet, findet man hier wieder. Hier, das ist eine komplett eigene Entwicklung gewesen. Wir haben hier, nur um das mal klarzustellen, um auch dieses Race, also diesen Rennsport hervorzuheben, wir haben hier ein Getriebe, was man sonst nur aus der LMP-Klasse kennt, also aus der Prototyp Le Mans-Klasse. Wir haben hier ein Auspuffsystem, was man aus der damaligen Formel 1 kennt. Wir haben einen 750 PS starken Motor, den man aus dem Mercedes-Benz CLK GTR Rennwagen kennt. Also genauer gesagt ein 6 Liter V12, wie eben schon erwähnt, 750 PS starken Motor mit 710 Newtonmeter Drehmoment. Und lustigerweise ist das da hinten jetzt wieder draufgegangen. Des Weiteren noch ein paar andere Fakten. 0 auf 100 in 2,7 Sekunden. Top Speed um die 350 km/h. Gewicht 1070 Kilogramm. Also das liest sich alles schon sehr, sehr nach Rennwagen. Und das ist es auch. Ein Rennwagen, welcher eben nicht für irgendeine Rennklasse zugelassen ist oder irgendwie dafür entwickelt wurde, sondern rein nur zu dem Zweck, was ist denn möglich? Was können wir von Pagani denn
für eine Rennmaschine bauen, ohne irgendwelche Regularien. Es gibt ein schönes Zitat, was quasi Forza auf ihrer Homepage hingeschrieben hat. Ich habe das jetzt mal mit meinen eigenen Worten mehr oder weniger umformuliert und ich zitiere jetzt es einfach mal. Ich habe das mal niedergeschrieben und zwar haben sie geschrieben, man soll nicht versuchen, den Zonda-R zu klassifizieren, also quasi in eine Klasse zu stecken. Wo gehört der jetzt hin? Das ist damit gemeint. Ich erläutere das jetzt mal. Weiter geht's. Sondern man soll ihn einfach fahren. Das Fahrerlebnis ist eine einzigartige Erfahrung, wie das Fahrzeug selbst einzigartig ist. Und das, finde ich, ist eine perfekte Beschreibung für dieses Fahrzeug. Das trifft definitiv zu und so ohne, so nackt sieht es ein bisschen komisch aus. Kann man das jetzt nicht so per Schnellding wieder drauf machen? Nee, scheinbar nicht. Ich glaube, ich muss zurückgehen, dann ist es automatisch wieder drauf. Ja, und ich glaube, das beschreibt es schon echt perfekt. Des Weiteren, was man vielleicht noch anführen kann am Ende, ist, dass 2013 Pagani nochmal ein letztes Zonda-Modell rausgebracht hat, und zwar den Revolution. Den Revolution, die Revolution. Und zwar, der Revolution war quasi die straßenzugelassene Zonda-R-Variante, nämlich auf Basis des Zonda-R wurde der Revolution gebaut und entwickelt, der aber zudem noch mal ein bisschen mehr Leistung hat. Der hat nämlich 800 PS statt 750, hat denselben Motor drin, wiegt genauso viel wie der hier, ist aber straßenzugelassen. Und wenn ihr die Bilder seht, dann erkennt ihr nicht mal großen Unterschied, muss man tatsächlich sagen. Da fragt man sich dann natürlich, warum ist das eine straßenzugelassen und das andere nicht? Fragt mich nicht, wahrscheinlich, weil das eine Airbags hat und das andere nicht oder so. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Zonda-R ist in meinem Automobilherzen ein ganz besonderes Fahrzeug. Definitiv. Und ich freue mich, dass er jetzt hier mit ins Spiel gekommen ist, auch wenn er natürlich in Forza Motorsport noch besser reinpassen würde. Bin ich ganz ehrlich. Antrieb können wir wechseln. Wir können auf Allrad umbauen. Wir könnten noch zusätzlich ein Twin-Turbo draufbauen. Hey, das ist so krank. Auf so ein V12 AMG-Motor einfach mal noch so ein Twin-Turbo draufhauen. Dann reifentechnisch können wir das Ganze breiter machen an der Front, 255 zu 275 und hinten können wir von 335 auf 355, kann man mal machen, definitiv. Felgentechnisch können wir auch ein bisschen größer werden, wir können von 19 auf 21er gehen und entsprechend hinten von 20 auf entsprechend auch 21, wenn man es denn möchte. Ja. Des Weiteren können wir Antriebswelle ändern, also ihr merkt schon, viel können wir nicht ändern und am Motor können wir den Hubraum ändern vom 5 oder vom 6 Liter auf den 6,2 Liter. Das ist auf jeden Fall nicht viel, was man ändern kann, aber das Fahrzeug alleine ist schon krank genug und das schauen wir uns jetzt mal ganz fix an und das ist ein Fahrzeugbeispiel, wo ich mir ziemlich sicher bin, das werden wir auch noch im Let's Play sehen, hier auf dem Kanal. Aber jetzt fahren wir erstmal ganz piano hier raus und wir sehen schon das Drehzahlband des Fahrzeugs, ja. Wir haben hier, können wir bis 9000 Umdrehungen drehen. Das ist einfach nur geil. Ja, wirklich typisch natürlich für den Zonda war die Drehzahlanzeige im Lenkrad verbaut, die sich ja quasi mitdreht. Ist natürlich auch eine sehr coole Sache. Und dann aber halt die digitalen Anzeigen vorne, weil wie gesagt, das Fahrzeug ist ja irgendwo auch ein Rennwagen. Und es gibt immer noch auf YouTube tatsächlich die Rekordrunde. Diese 6 Minuten 47 gibt es ja in der Onboard. Und die lohnt sich schon mal anzugucken, muss ich sagen. Also für dieses Fahrzeug ist schon sehr bemerkenswert. Ich würde sagen, wir hören mal rein. Webcam einbauen müssen. Mich verreißt hier echt vom Stuhl. Oh, ich liebe einfach diese AMG-Motoren im Pagani. Das ist einfach nur. Das ist einfach nur. Leute, ja, so macht man Ray glücklich. Geil. Oh, ja. Geil. Zonda.
Aber gar nicht Sonder ist einfach geil. Und der Sonder R ist einfach nur... Mua. Wie gesagt, das Einzige, was das eigentlich nur noch toppt, ist der Revolution. Muss man klar sagen. Aber ja, der Urstein oder der ultimative Sonder ist für mich trotzdem der R. Weil er halt einfach wirklich Rennsport ist. Vom Feinsten. Komm, wie der um die Kurven geht. Boah, mich verreißt fast. Vor Glück. Das ist einfach nur krank. Krank, krank, krank. Und der Sound, das ist einfach nur... Was kann man Geileres machen als V12-Motor, also ein AMG V12-Motor in eine italienische Karosse zu stecken? Das ist eine Symphonie, ja? Das ist so krank. Ich will gar nicht aufhören. Wir hören auf mit dem Video. Ich bin glücklich jetzt. Mehr brauche ich nicht. Oh, das ist so geil. Auch das Runterschallen. Wum, 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 wum. Ja, ich sag's nochmal. Abgasanlage oder beziehungsweise Auspuff aus der Formel 1. Getriebe von einem LMP-Fahrzeug, also ein Le Mans-Prototyp. Ja? Und Motor aus einem Mercedes-Benz CLK GTR GT1 Rennwagen. Ich meine, das kann man doch fast nicht mehr toppen. Das ist geil. Ja? Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich würde sagen, bevor ich hier total abschnappe, gehen wir zum nächsten Fahrzeug. Wir springen zurück. Ja, Wahnsinn. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Muss man einfach mal so sagen. Ja, nachdem wir jetzt hier in einem Rennwagen gesessen sind, kommen wir nun zu einem Fahrzeug, was eher ja auch sehr speziell ist und auch sehr ja, anfordernd ist, allerdings nicht auf dem Asphalt, sondern auf losem Untergrund. Wir kommen nämlich zum 2007er Toyota Hilux Arctic Trucks AT38. Das ist diese Schätzelein hier. Wir holen uns das natürlich mal ab und man muss natürlich sagen, das Fahrzeug ist so nicht so wie es jetzt ist, bei Toyota zu bestellen. Das sieht auch ein bisschen zu krass aus, als dass man das hier bei Toyota so bestellen könnte. Ich nehme mal wir nehmen das mal in Rot, das passt schon. Und zwar nämlich dieses Arctic Trucks im Namen, das bedeutet nämlich die Firma oder die Tuning-Firma, wie ihr wollt, diese Schmiede, die nämlich genau diese Extrem-Umbauten vornimmt. Arctic Trucks, vielleicht mal da ein bisschen auszuholen, ist eine isländische Firma und die hat sich darauf spezialisiert, Allradfahrzeuge grundlegend neu aufzubauen, damit sie auf den herausforderndsten Bedingungen fahren kann und diese auch meistern kann. Und das sieht man, glaube ich, bei diesem Toyota Hilux ganz gut, wie ich finde. Also das ist ja, guckt euch mal diese Schlappen an. Guckt euch mal dieses fette Teil an. Ja, des Weiteren führen wir das mal ein bisschen aus, um dass ihr vielleicht diese Firma Arctic Trucks ein bisschen kennenlernt, wer sie vielleicht noch nicht kennt. Selber definiert Arctic Trucks ihre Fahrzeuge in drei Kategorien. Es gibt einmal die Sports Utility-Kategorie, es gibt die Professional-Kategorie und es gibt die Exploration-Kategorie. Also quasi die, ja, die Erkundung, was sind das deutsche Wort dafür? Kennt ihr das? Ihr habt das englische Wort, ihr wisst, was es bedeutet, aber ihr kriegt das deutsche Übersetzungswort nicht perfekt dazu. Was ist denn? War 1920 eine Textilfabrik. Heute erzähl mal ein bisschen. Nicht nur einer der größten Autohersteller der Welt, sondern eine der größten Firmen überhaupt. Das meistverkaufte Auto der Welt ist der Toyota Corolla. Würde man alle jemals verkauften Corollas aneinanderreihen, das sind über 40 Millionen. Ja, egal. Ich breche das mal ab. So, ich habe jetzt einmal in der Zeit mal kurz nochmal geguckt. Also ja, Erkundung war schon nicht schlecht. Oder halt einfach Exploration. Kann man es auch nennen im Deutschen. Also ich denke, ihr wisst, was es ist. Es ist quasi, wenn man halt erkundet, ja, in ferne Lande fährt quasi. Das sind so quasi die extremsten Fahrzeuge. Dieses Fahrzeug hier. Ja, Warren, das hast du gerade schon erzählt. Das interessiert keine Sau. Ja. Dieses Fahrzeug gehört tatsächlich noch in die niedrigste Kategorie, in diese Sports Utility Kategorie, also quasi die für jedermann sozusagen, wenn man möchte. Allerdings ist dieser AT38 tatsächlich hier so die schärfste Variante, die man noch hat, bevor man dann zur Professional Klasse wechselt. Ich würde euch einfach mal empfehlen, gebt auch mal bei Google Arctic Trucks ein und guckt euch mal die Homepage von denen an, was für krasse Teile die bauen. Das ist nicht mehr feierlich. Die bauen hier wirklich richtige Forschungsstationen auf 4 oder 6 oder 8 Rädern, ja, je nachdem. Also das ist schon wirklich, wirklich krass. Ja, der Grundsatz allerdings ist bei allen Aufbauten das gleiche, nämlich entsprechend
bei jedem Bedingung, bei jeder Witterung durchs Gelände kommen. Das sollen diese Arktik-Fahrzeuge können. Und das Arktik kommt nicht von irgendher. Klar, sie kommen aus Island, aber die sollen vor allem auch in den arktischen Regionen funktionieren. Und deswegen hat Arctic Trucks auch mehrmals in Folge den Rekord geholt, ein Pol-zu-Pol-Rennen zu machen oder überhaupt Polrennen. Es gibt ja so Nord- oder Südpol, irgend so ein Rennen, wie schnell oder wie gut schafft man es durch oder schafft man es überhaupt. Und die haben halt tatsächlich auch ein Pol-zu-Pol-Rennen gemacht, also Nord zu Süd oder Süd zu Nord, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das ist schon richtig krass. Zum AT38 kann man vielleicht noch sagen, die 38 steht für die Zollanzahl der Reifen, also nicht der Felgen, sondern der Reifen. Das sind 38 Zoll Reifen. Es gibt noch einen AT33, 35 und 37, entsprechend auch zu den Zoll der Reifen. Wie schon aber gesagt, zählt alles in diese SUV oder Sport Utility Kategorie. Sieht schon alles sehr interessant aus, meiner Meinung nach. Und ich würde sagen, wir gucken auch mal rein, ob da innen auch groß was umgebaut ist. Aber ja, ist schon was Cooles, definitiv. Und gerade dieses Fahrzeug, muss ich ganz ehrlich jetzt schon mal zwischen reinwerfen, hätte, finde ich, meiner Meinung nach deutlich mehr Sinn gemacht im Blizzard Mountain Expansion Pack als wie hier. Muss ich tatsächlich sagen. Aber wir können es ja trotzdem jetzt noch schnappen und auch auf Blizzard Mountain entführen, weil ich glaube, da macht das Fahrzeug tatsächlich absolut Sinn. Ja? Weil das gehört einfach in Schnee, auf Eis. Würde ich jetzt mal sagen. Aber wir gucken uns jetzt einfach mal im Upgrade-Menü an, was man denn da so umbauen kann. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten. Wir können am Motor können wir auf einen 1,6 Liter rein 4-Zylinder Turbo Rally, wir können auf einen 3 Liter rein 6-Zylinder Twin Turbo oder auf einen 6,2 Liter V8 aus dem Chevrolet Super Sport. Dann können wir den Antrieb auf Heck wechseln, aber das würde. Nee. Hä? Wir können den serienmäßigen Allrad auf Allrad umrüsten. Was? Ich glaube, das ist ein Fehler vom Spiel. Das sollte eigentlich, glaube ich, nicht so sein. Aber okay. Ja, des Weiteren können wir optischer Natur hier diese, ja, okay, das Forza-Dings anbringen. Das macht, finde ich, aber keinen Sinn. Oder das Ding da hinten wegmachen, diesen Überlebenskoffer und Schaufel und so weiter, um sich frei zu buddeln, finde ich, gehört aber dazu. Macht ja Stil. So, Felgen können wir tatsächlich die Felgen ändern und wir können die Felgengröße ändern. Wir können hier von 15 Zoll auf. Ey, so krass. Auf 24, aber ey, so viele Felgen habe ich noch nie gesehen. So viele Felgenvergrößerungsmöglichkeiten. Ich glaube, da sind ihnen die Grafiken ganz rechts ausgegangen, weil ich glaube, die zweitletzte und die letzte Grafik ist genau dieselbe. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber es sind schon gleich echt kleine Felgen. 15 können wir hier bis 24. Also das ist schon, da sind es ja noch mehr, oder? Ah ne, ist gleich, oder? Ja, ist gleich. Okay, ist krank. Okay. Auch interessant. Hier kann man ja die normalen Sachen, die wir umrüsten können. Hier können wir ja entsprechende Rennreifen oder so. Wir können Brückkäfig vielleicht noch interessant zu sehen, wobei das so ganz normaler ist. Und Gewichtsreduzierung ist bestimmt auch interessant. Von den 2,1 Tonnen können wir auf 1,6 runter oder knapp 1,7, wenn man es rundet. Und am Motor halt auch so die üblichen Geschichten. Da müssen wir jetzt nicht näher, glaube ich, drauf eingehen. Ich würde sagen, wir gehen mal raus und gucken mal, wie sich das Ganze so fährt. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt ins Gelände. Soundcheck brauchen wir jetzt, glaube ich, hier nicht unbedingt machen. Weil es jetzt nichts Besonderes. Ja. Dürfte ja auch ein Diesel sein. Normalerweise klingt auf jeden Fall mal danach. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal mal querfeld durch und gucken mal, wie wir uns hier durchs Gelände tümmeln können. Normalerweise dürften wir jetzt hier konstant die Geschwindigkeit durchprügeln. Wie gesagt, dieses Fahrzeug macht definitiv Sinn. Oh, 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 was ist da passiert? Da bringt uns ein kleiner Baum ins Wanken. Wie gesagt, dieses Fahrzeug macht, glaube ich, definitiv auch auf Blizzard Mountain Sinn. Und, ja, vielleicht werden wir das dahin auch mal entführen. Man weiß es nicht. Nee, aber fährt sich schon. Also für das, was jetzt Serie ist und so weiter, fährt sich das durchs Gelände hier schon echt sehr. Ja, angenehm, würde ich sagen. Also da merkt man schon, das ist auf jeden Fall ein absoluter Geländekiller. Und wie schon gesagt, das ist nur die höchste Ausbaustufe der niedrigsten Kategorie. Also wie gesagt, wir haben noch eine Professional-Kategorie und natürlich noch diese Exploration-Kategorie, die, ja, die dann alles toppt. Definitiv. So. Bumm. Ja, hat was, auf jeden Fall. Sehr cool. Plupp. Diese breiten Reifen, schon cool. Die können wir leider nicht mehr breiter machen, aber die sind auch schon breit genug. Ja, sehr cool. Definitiv, mal gucken, ob wir hier so. Oh.
Da sind wir, da sind wir jetzt hängen geblieben. Nein, Hilfe! Okay. So viel zu, das Fahrzeug kann alle Hindernisse und so weiter. Okay, er hat sich befreit. Ich nehme alles zurück. Ups. Komm davor. Ich will eigentlich hier so diesen steilen Abhang hochfahren. Gucken, ob er das schafft. Ja, ohne Probleme sogar. Okay. Not bad. Ja, ich glaube, dieses Fahrzeug werden wir definitiv im Schnee nochmal irgendwann wiedersehen. Da habe ich nämlich gerade Bock drauf. Vielleicht ein bisschen dran tunen. Na, man weiß ja nicht. Mal gucken. Ne? Gut, wir haben aber noch zwei Fahrzeuge aus und ich möchte natürlich das Review, den zweiten Part des Reviews nicht unnötig in die Länge treiben. Deswegen gehen wir dann natürlich zurück zum Festivalgelände und da haben wir ein weiteres Fahrzeug, was man definitiv auch ins Gelände entführen kann, aber definitiv nicht muss. So viel kann man schon mal sagen. Und zwar, wir kommen zum 2016er Jeep Trailcat. Ja, und ich sage jetzt, ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel, gar nicht so viel dazu sagen. Ich finde, man muss das Fahrzeug erstmal gesehen haben und dann, glaube ich, kann ich damit anfangen, was man zu diesem Fahrzeug denn so sagen kann. Denn wenn wir das Fahrzeug jetzt gleich sehen, die Farbe lassen wir so, wählen wir das erstmal aus und dann gucken wir uns das mal an. Und dann wird vielleicht dem einen oder anderen gleich klar, dieses Cat, zu Deutsch Katze, hat schon vielleicht eine Bedeutung bei diesem Fahrzeug. Ich sage jetzt nur mal, Jeep, zu welchen Konzernen gehört es? Ne? Dodge gehört vielleicht auch dazu. Und man sieht es jetzt hier gerade schon so ein bisschen an der Seite. Ja, lass mich mal selber die Kamera führen, bitte. Ja, danke. Ich würde sagen, guckt euch mal das hier an. Diese Katze, ich glaube, die haben wir schon mal irgendwo gesehen. Also ich hoffe mal, dass ihr das vielleicht schon mal irgendwo gesehen habt, diese Katze. Und ich sage jetzt nur mal, Dodge Challenger SRT Hellcat. Ja, ich denke mal, das dürfte vielen ein Begriff sein. Ich sage noch mal ganz kurz, der Motor des Dodge Challenger SRT Hellcat hat ein, ja, ist ein 6,2 Liter V8 Kompressormotor mit 707 PS und 880 Newtonmeter Drehmoment. Ja, Jeep hat sich gedacht, den Motor schnappen wir und bauen wir ihn einfach mal so einen Jeep ein. Aber warum nicht? Ja, in diesem fucking Vehicle steckt der 707 PS starke Motor des Dodge Challenger Hellcats. Hier haben wir es nochmal, den Supercharged Hemi Block hier drin. Und das ist einfach in so einem Jeep. Und das ist einfach nur krank. Aber warum hat das Jeep gemacht? Das ist vielleicht noch ganz interessant. Und das ist auch was ich gar nicht wusste. Nämlich, es gibt ein Jeep-Treffen, was jährlich in stattfindet. Und zwar die Moab Easter Jeep Safari. Und anlässlich der 50. Auflage hat sich Jeep gedacht, bauen wir was ganz, ganz Besonderes. Es ist sogar üblich, dass Jeep immer zu einem dieser Treffen eine Sonderauflage oder irgendein besonderes Konzeptfahrzeug baut. Nur halt eben zur 50., also zur Jubiläumsauflage dieses Treffens, haben sie halt gedacht, da toppen wir jetzt einfach mal alles. Und genau deswegen haben sie das gemacht. Und das finde ich einfach schon extrem krank. Ja? Einfach nur diese Idee, so ein Motor Jeep einzubauen. Des Weiteren, was sehr geil ist bei diesem Fahrzeug, dieses Fahrzeug ist tatsächlich ein Handschalter. Ja, nichts mit Automatik oder so. Und das ist halt natürlich nochmal noch heftiger. Und das Fahrzeug schiebt anscheinend unmenschlich nach vorne. Das Fahrzeug wurde auch auf manchen Prüfstätten getestet. Und das Fahrzeug hat tatsächlich hier in dieser Ausführung sogar noch mehr Leistungsentfaltung, als tatsächlich der Dodge Challenger Hellcat eigentlich hat. Also statt 707 PS hat das Fahrzeug zum Teil auf manchen Prüfstätten sogar 780 PS angezeigt. Also das ist schon, ja, à la Bonheur, möchte ich sagen. Des Weiteren, was dieses Fahrzeug auch noch sehr besonders macht, ich habe ja schon gerade erwähnt, Konzeptfahrzeug, besonderes Fahrzeug. Ja, dieses Fahrzeug ist definitiv ein Einzelstück. Das Fahrzeug gibt es weltweit nur ein einziges Mal. Und wir haben eine digitale Kopie, ein digitales Abbild von diesem Fahrzeug hier im Spiel. Und das finde ich schon sehr cool. Und ich finde, ich habe es erst letztens in einer Let's Play-Folge mal erwähnt, gerade diese ganze Offroad-Rally-Geschichte und so weiter macht ja schon echt viel Spaß in Horizon. Und dieses Monster jetzt hier mit dabei zu haben, finde ich schon echt geil. Und da freue ich mich drauf tatsächlich. Und finde ich auch cool, dass dieses Fahrzeug mit dazugekommen ist. Und ich würde sagen, ja, wir gucken aber mal, was könnten wir denn tatsächlich hier noch verbessern? Was kann man hier noch krasser machen bei diesem Fahrzeug? Wir könnten vom Allrad auf den Heckantrieb wechseln. Wir
Machen wir aber nicht, ja, sonst ist es noch mehr unfahrbarer. Wir können hier diese, ja, eine Seilwinde anbringen, finde ich ja ganz cool. Statt Zusatzscheinwerfer eine Seilwinde, warum nicht? Und beim Heckflügel können wir einen Zusatz, ein Ersatzrad, finde ich auch ganz cool. Also kann man so ein kleines, ja, Rallye, weiß ich was, Offroad-Fahrzeug irgendwie umrüsten. So, reifentechnisch können wir von 325, ja, vorne ist ja nix, auf 345 gehen und hinten können wir ebenfalls von 325, ebenfalls auf 345er Reifen gehen. Felgentechnisch können wir von 17 Zoll auf 21 Zoll umrüsten. Hinten schätze ich mal auf das Gleiche. So ist es. Also da kann man auf jeden Fall auch ein bisschen noch was machen. Ansonsten hier die üblichen Verdächtigen mit dabei. Hier können wir entsprechend Rennbremsen mit reinbringen. Fahrwerk ist schon alles drin. Gewicht können wir ein bisschen reduzieren. Die 2 Tonnen können wir runter auf, what the fuck, auf 1,2 Tonnen 847 Kilo abspecken bei dem Motor. Ey, dann wiegt das Ding ja gar nichts mehr. Ah, guck mal, hier oben steht auch nochmal hier Cheap Performance Parts, okay. Das ist okay. Also sorry, dass ich gerade so laut werde, aber das, damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist echt heftig. Also daraus könnte man ein richtiges Monster machen. Ja, Motor, da können wir einiges rauskitzeln. Schaut euch das mal an, was man da noch rauskitzeln könnte aus dem Motor. Also Lego Mio. Lego Mio. Das Ding ist eine üble Kiste. Wahrscheinlich eins der übelsten Offroad-Fahrzeuge, die wir gerade so aktuell so im Spiel haben. Zumindest wenn man es dann auch umrüstet. Und ja, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen hier vorgechillt. Und dann machen wir hier auf jeden Fall einen Soundcheck. Das ist doch klar, aber den Soundcheck machen wir diesmal im Gelände. Bei diesem Fahrzeug, das sollte doch klar sein. Wir sind auch gerade sogar im Ding-Gelände. Dann können wir doch hier jetzt irgendwo in die Pampa erstmal fahren. Und dann machen wir mal hier einen kleinen Soundcheck, würde ich sagen. Also, viel Spaß. Also wenn ich es nicht besser wüsste, ein besseres Fahrzeug, um durchs Outback zu heizen, gibt's doch echt nicht, oder? Das ist doch geiles Teil. Diese riesigen Räder, der geile geilen Feder, der geile Federweg, den wir hier haben, der große. Den Motor, der einfach mal alles zerbrüllt. Geil. Also ich finde das geil. Ich finde das Fahrzeug richtig cool. Bam, Alter. Nice. Ich feiere das schon so ein bisschen. Hat auf jeden Fall was. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Aber ja, auch hier möchte ich natürlich nicht zu viel Zeit verbringen. Wir werden auch hier leider schon wieder zurück ins Festival springen und uns dann das letzte Fahrzeug des Reviews anschauen. Und da kommt auf jeden Fall nochmal ein kleines Highlight, wie ich finde, am Ende. Und, oder beziehungsweise, wir schauen mal, ob es ein Highlight ist. Von den technischen Daten ist es auf jeden Fall ein Highlight. Und zwar kommen wir am Ende dieses Reviews, dieses zweiteiligen Reviews zu den Autos des Expansion Packs, Hot Wheels Expansion Packs. Und zwar kommen wir jetzt zum zum Zenvo ST1. Und ja, dem Fahrzeug sieht man eigentlich quasi schon an, okay, das Fahrzeug, der Bums, ja. Dieses Fahrzeug ist nämlich ein dänisches Mittelmotor-Hypercar mit Heckantrieb. Ja, die Dänen können anscheinend auch Autos bauen und ich finde irgendwie das Orange geil, deswegen nehme ich es. Ja, vielleicht ein paar Fakten zum Auto. Das Auto wird komplett in Handarbeit gefertigt und derzeit ist die Produktionsrate ungefähr ein Auto pro Jahr. Ja, ist nicht besonders schnell. Allein das Interieur dauert ungefähr 333 Tage, bis es gebaut wurde.
Ist nicht kurz, ist schon fast ein Jahr. Gut, des Weiteren ist aber auch von Zenvo angegeben worden, dass auch nur maximal 15 gebaut werden sollen von diesem Fahrzeug. Also mehr soll es dann auch gar nicht geben von diesem Fahrzeug. Ja, macht auch Sinn bei so einer langen Bauzeit, da nicht so lang, da kann man ja irgendwann auch den Nachfolger rausbringen. Es gibt auch schon eine verschärfte Variante, allerdings weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, ST weiß ich was oder so, ich weiß gerade gar nicht mehr. Könnt ihr aber auf Wikipedia nachlesen, da ist quasi das Nachfolgermodell schon verlinkt. Sieht aber genau gleich aus, wie ich finde, und leistungstechnisch ist es auch dasselbe, also macht groß keinen Unterschied. Ja, vielleicht noch natürlich so ein exklusives Fahrzeug braucht natürlich auch einen entsprechenden Preis. Laut Wikipedia ist der Preis bei 830.000 Euro. Laut Forza allerdings ist der Preis bei 1,5 Millionen Dollar. Also entweder ist der Umrechnungskurs zu der Zeit, als die Artikel gestellt wurden, sehr, sehr komisch gewesen, oder die haben einfach komplett verschiedene Quellen. Also sucht euch den Preis irgendwo zwischen 800.000 und 1,5 Millionen aus. Ja? Also ich denke mal, billig ist dieses Fahrzeug nicht. Ja, Hypercar, das lässt natürlich schon mal drauf schließen, dass da natürlich entsprechend Leistung anliegt. Und da liegt auf jeden Fall Leistung an. Und zwar, wir haben hier verbaut einen 6,8 Liter V8 Motor, der mit einem Turbolader und einem Kompressor ausgestattet ist. Das Ding leistet stolze 1104 PS und hat 1430 Newtonmeter Drehmoment. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man irgendwie motorraumtechnisch was aufmachen können. Also hier haben wir mal kurz, aber das sieht man, doch, da können wir ein bisschen reinspringen. Genau, da haben wir dieses gute Antriebsaggregat. Ja, des Weiteren gibt es bei diesem Fahrzeug drei Fahrprogramme. Es gibt einmal Wet, also für nasse Strecken. Dann leistet dieses Fahrzeug 650 PS. Dann gibt es den Sportmodus. Dann leistet dieses Fahrzeug 850 PS. Und dann den Race-Modus. Und da leistet dann das Fahrzeug diese volle 1104 PS. Von 0 auf 100 soll das Fahrzeug in 3 Sekunden oder auch leicht darunter den Sprint schaffen. Topspeed ist bei 375 km/h allerdings abgeregelt. Leergewicht des Fahrzeugs ist bei 1,6 Tonnen oder gerundet 1,7 Tonnen. Und ja, das zu diesem Fahrzeug erstmal soweit. Des Weiteren aber gibt es auch ein bisschen Negatives tatsächlich zu berichten zu diesem Fahrzeug, nämlich bei der britischen Sendung Top Gear, als noch das berühmte Trio unterwegs war, war dieses Fahrzeug auch zweimal zu Gast. Zweimal, weil beim ersten Mal ging einiges schief. Das Fahrzeug hatte extreme Bremsprobleme, Kupplungsversagen. Allein die Verarbeitungsqualität war anscheinend nicht wirklich das, was es versprochen hätte sollen. Beim zweiten Test lief es nicht viel besser, denn das Fahrzeug hat Feuer gefangen. Und als sie das Feuer gelöscht haben und das Fahrzeug dann wieder repariert hatten, ist das Fahrzeug natürlich auf dem Top Gear Test Track gefahren und der berühmte The Stick hat dann bei nassen Bedingungen das Fahrzeug bewegen sollen und hat tatsächlich keine schnellere Rundenzeit geschafft als ein BMW M5. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ein BMW M5 schlecht ist, aber das ist dann doch nochmal eine andere Rennklasse und das hat es nicht schneller geschafft, das spricht nicht für das Fahrzeug, das muss man schon mal sagen. Des Weiteren gab es noch eine Kritik bei dem Fahrzeug und zwar: Das große Problem ist, dass das Fahrzeug eine elektronische Hilfe wie ESP hat, allerdings nur, wenn man auf dem Wet-Modus fährt, also auf dem Modus mit 650 PS, also bei fast der Hälfte der Leistung. Das heißt, sobald ich auf den Sport- oder den Race-Modus gehe, wo mehr Leistung anliegt oder die volle Leistung anliegt, habe ich keine elektronischen Helferlein mehr. Natürlich sagt jetzt der eine oder andere, hey, jawohl, ich brauche das nicht, weil ich bin ja ein Mann, ich brauche keine Elektronik. Aber wenn das Fahrzeug sich dann so beschissen fährt, weil es ein Heckantrieb ist, und es einfach irgendwie nicht fahrwerkstechnisch auf die Straße bringt, dann ist das natürlich Schwachsinn, meiner Meinung nach. So viel zur Realität. Jetzt kümmern wir uns aber mal um das Schätzelein hier in Forza und vielleicht fährt sich's auch richtig geil. Wir könnten hier auf jeden Fall im schlimmsten Fall auf ein Allrad umbauen. Das wäre schon mal schön zu wissen. Des Weiteren könnten wir Forza-Optik wahrscheinlich anbringen, was eigentlich sogar gehen würde, zumindest mal an der Front. Im Heckbereich, ja, könnte man machen, sieht aber jetzt auch nicht so ganz geil aus. Da ist dann der Heckflügel serienmäßig dann doch irgendwie besser. Bei den Reifen könnten wir tatsächlich auf Rennreifen rennen mit Rennblups-Beschriftung. Wir können Offroad-Reifen und wir können tatsächlich die Hot Wheels-Reifenmischung. Von der ich dann immer noch irgendwie überzeugt bin, dass sie entweder wirklich nur diesen Akzent reinbringt oder tatsächlich einfach irgendwas Besonderes macht, dass sie bei Hot Wheels besser fahren. Ich weiß es nicht. 295 können wir in der Breite machen und hinten können wir 365 machen von den Reifen. Die Felgengröße können wir von 19 Zoll auf 21, hinten wahrscheinlich ähnlich, von 20 ebenfalls auf 21 Zoll maximal. Ups, jetzt bin ich eins zu weit, da wollte ich nicht hin. Wir könnten hier die normalen Teile umbauen und hier können wir ja nicht so viel mehr machen. Wir können auch Offroad machen, wenn man es will. Wir können Überrollkäfig,
machen und wir können Gewichtsreduzierung, können wir von hier sogar mit 1,789, also nochmal 100 Kilogramm schwerer angegeben als tatsächlich, könnten wir hier aber auf 1,4 oder knapp 1,5 Tonnen reduzieren. Und beim Motor könnten wir tatsächlich auch ein bisschen was machen. Also wir könnten nochmal definitiv mehr Leistung rauskriegen. Interessant finde ich, dass hier ein Twin-Turbo zum Umrüsten ist und kein Turbo und Kompressor, ja, wie es eigentlich normalerweise wäre. Aber man, ja, man kann ein bisschen Leistung noch rauskitzeln, wenn man das möchte. Also definitiv von der Leistung, definitiv in der Klasse der Hypercars wiederzufinden. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es hier einsortiert ist. Ja, doch, auch Hypercars, also das passt. Definitiv. Gut, wir gehen auf die Straßen, würde ich sagen, und hören auch da mal vielleicht in den Sound rein. Könnt ihr mal vorstellen, dieser V8 Turbo Kompressor klingt ganz gut, vielleicht. Gehen wir vielleicht mal rüber auf die Autobahn oder zu dem Zubringer. Und dann gucken wir uns das mal an und dann gucken wir auch mal, wie das sich so fährt. Ja. Bin ich ja mal gespannt, wenn das Real-Life-Pendant so viel Kritik einstecken musste. Egal, wir hören mal rein. Ja, ich würde sagen, Power hat der Hobel auf jeden Fall. Die angegebenen 375 km/h Topspeed hat man auf jeden Fall auch erreicht mit leichter Zuhilfenahme einer leichten Steigung nach unten. Aber ja, Power ist auf jeden Fall da, das kann man schon mal sagen. Allerdings, ob das Fahrzeug jetzt auch in den Kurven was taugt oder eben nicht taugt, das können wir gleich mal gucken, wenn dann mal endlich Kurven kommen. Allerdings, ja, die ist sehr... Die Einlenkreaktion ist sehr gut, muss ich sagen. So auf den ersten Metern, aber jetzt gucken wir mal. Man merkt halt schon, dass er extrem viel Power anliegt. Und das alles halt auf der Hinterachse ist natürlich immer so eine Sache. Aber Forza-typisch fährt sich natürlich ein Fahrzeug, was normalerweise eine Bestie ist, trotzdem sehr angenehm, wie ich finde jetzt auf den ersten Metern. Also kann man schon ganz gut handeln. Aber ich kann mir schon vorstellen, in echt ist es natürlich ein Monster. Ja, das Weitere vom Sound her klingt ganz gut. Also ich finde schon, dass man hier aber raushört, dass ein Turbo und ein Kompressor tatsächlich dabei ist. Das ist jetzt nur halt im Tuning-Menü nicht anders realisiert worden. Da haben sie ja einfach einen Twin-Turbo gemacht. Aber ja, wie gesagt, ein echtes Kompressor und ein Turbolader. Und ich finde, das hört man auch raus. Und das haben sie dann auch entsprechend auch authentisch umgesetzt. Wie natürlich das Fahrzeug in echt klingt, ist natürlich dann wieder eine andere Geschichte. Aber für Forza-Verhältnisse klingt es auf jeden Fall ganz gut. Und man hat auf jeden Fall nicht vernachlässigt, dass hier zwei verschiedene Zwangsbeatmungssysteme eben arbeiten. Ja gut, ich würde sagen, aber an dieser Stelle soll es jetzt gewesen sein mit dem Review zu den Autos des zweiten Expansion Packs zum Hot Wheels Expansion Pack. Ich hoffe, die beiden Reviews haben dir gefallen. Es wurden einige Infos weitergegeben, vielleicht die ein oder andere Info, die du vielleicht noch nicht wusstest und die du auch vielleicht interessant fandest. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn eines davon zutreffen würde oder wenn das Video oder die beiden Videos dich unterhalten hätten. Dass es ein Däumchen nach oben gibt auf dieses Video oder auch auf den ersten Part, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Oder natürlich auch über etwas Feedback in den Kommentaren, freue ich mich auf jeden Fall immer wieder drüber. Ansonsten, ja, soll es gewesen sein, soweit. Ich würde jetzt aber am Ende gerne noch vielleicht ein Fazit zu den Fahrzeugen ziehen. Und zwar, ja, was kann man dazu sagen? Die Fahrzeuge an sich finde ich sehr, sehr cool. Also die vier Hot Wheels Fahrzeuge ist natürlich was ganz Besonderes für die Hot Wheels Jünger. Da kann ich jetzt nicht so tief einsteigen, aber ich finde so als nicht-Hot-Wheels-Jünger, als Laie, finde ich die ganz cool, passt zum Straßenrennen, Setting. An dem sie teilnehmen
Und die fünf sonstigen Fahrzeuge, die jetzt reingekommen sind, diese normalen Fahrzeuge in Anführungsstriche, die finde ich, muss ich sagen, doch sehr cool. Also die hätte ich mir jetzt auch sehr gut im Carpack vorstellen, also im normalen Carpack vorstellen können. Und es wäre auch ein sehr gutes Carpack gewesen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Da hatten wir schon schlechtere Fahrzeuge. Die haben alle ihren absoluten Reiz. Ja? Dieser Arctic Truck für diese Arctic, für das Arktikgebiet, was perfekt für Blizzard Mountain wäre. Auch dieser Trailcat finde ich mega cool. Auch der Zenvo SC1 hat, ist was Besonderes, sieht auch sehr böse aus, wie ich finde. Ja, also schon richtig, richtig cool. Pagani Zonda R. Ich glaube, dazu muss ich nichts sagen. Meine Reaktion von vorhin hat für sich gesprochen. Also es sind schon alle sehr, sehr, sehr coole Fahrzeuge. Auch der Charger RT passt natürlich zum australischen Setting, hat eine besondere Geschichte, ist ein Sammlerfahrzeug. Finde ich absolut auch cool, dass es mit dabei ist. Also von dem her, die fünf Fahrzeuge so sind sehr cool. Ich würde sagen, im Schlussendlichen würde ich einfach mal sagen, diese neun Fahrzeuge für dieses Expansion Pack sind sehr gut. Die gefallen mir echt. Und da gibt es von meiner Seite nichts zu meckern. Ob die natürlich jetzt aber alleine den Kauf des Expansion Packs rechtfertigen, das ist natürlich dann wieder so eine andere Geschichte. Und da müsste man einfach vielleicht mal einfach auf das Let's Play zum Expansion Pack, also zum Hot Wheels Expansion Pack verweisen, was jetzt hier natürlich parallel dazu läuft. Und ich denke, da kann ich eher ein Fazit ziehen, ob das Ding dann am Schluss wirklich so viel Spaß macht, wie es in den Trailern und in den ersten Momenten, in den ersten Spielmomenten tatsächlich verspricht. Ansonsten würde ich jetzt sagen, bin ich raus. Es ist eh viel zu lang geworden, dieses Video. Aber ich hoffe trotzdem, ich konnte dir einen guten Eindruck einfach vermitteln in diesen zwei Parts. Und ja, ich bin raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Review oder einfach zu einer weiteren Folge im Let's Play. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Ciao. Wuhi.